Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Was geht los da rein? Heute geht es darum, wie wir Sims und Häuser online stellen. Ihr seht ja schon diesen tollen Button hier, wo immer online stellen steht und es ist immer derselbe Button. Da klickt ihr einfach drauf und habt die Option, dort eure eigene Beschreibung hinzuzufügen und wie der Gegenstand denn heißen soll. Und dasselbe geht auch mit Häusern. Da ist auch immer dieses Online-Stellen-Zeichen und da braucht ihr auch nur draufklicken und das Ganze wird dann online gestellt. Ja, ihr könnt natürlich nicht nur Sachen aus der Bibliothek nehmen, ihr könnt auch einfach auf ein Haus klicken, habt dort die Möglichkeit, es zu bearbeiten und auch da findet ihr wieder den Online-Stellen-Button, wo ihr es einfach online stellen könnt. Im Create a Sim geht das natürlich auch. Ihr geht einfach auf dieses 3-Punkte-Mehr-Zeichen und dort ist auch wieder das Sim-Online-Stellen-Zeichen bzw. das Online-Stellen-Zeichen. Wenn ihr euren Sim dann online gestellt habt, könnt ihr das Ganze hier in euren Launcher abrufen. Da erscheint euer Sim oder euer Haus dann und ihr braucht es nur noch anklicken und auf Hochladen drücken. Habt ihr etwas runtergeladen, findet ihr es auch direkt darüber bei den Downloads und braucht es nur noch installieren. Also so einfach ist das Installieren und Downloaden. Wenn ihr euren Sim nun aus dem Launcher hochgeladen habt, habt ihr die Möglichkeit, hier bei eurer Sims 3-Seite auf Mein Studio zu gehen. Und dort wird euch dann euer Sim angezeigt, den ihr hochgeladen habt, oder euer Haus. Bei den Sims gibt es einen Unterschied. Ich klicke hier zum Beispiel mal auf die Artemisia. Da steht auch dahinter Sims. Es ist also ein hochgeladener Sim, bei dem man alle Outfits angucken kann. Und bei dem man auch nachschauen kann, wer es erstellt hat und welche Objekte dabei verwendet wurden. Dasselbe kann man auch, wenn man einen Haushalt hochlädt. Nur allerdings kann man da nicht mehr die einzelnen Familienmitglieder angucken. Das ist immer das, was ich euch dabei sagen möchte. Hier zum Beispiel habe ich einen Haushalt hochgeladen, wo die Artemisia drin ist. Aber man hat nicht die Möglichkeit, sie anzuschauen. Ja, so einfach ist das Hochladen eurer Sims und auch das Runterladen. Und ja, ich hoffe, das hat euch so ein bisschen weitergeholfen, wie das Ganze funktioniert und welchen Button man da eigentlich drücken muss und was man danach beachtet. Und ja, habt ihr noch irgendwelche Fragen? War es nicht verständlich? Dann schreibt es einfach in die Kommentare und ich versuche nochmal näher drauf einzugehen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal und ciao!